Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen LE in der Drogerie-Video von mir. Ich war soeben bei Rossmann und habe die neue Pure LE gefunden. Die ist von Reval de Loop und soll vegan und mit 90% Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs sein. Ich bin super gespannt, wie die Sachen performen. Wir werden alle Produkte austesten. Ich habe alles soeben gekauft und ich bin super gespannt, diese neue LE in der Drogerie mit euch gemeinsam zu testen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr hattet einen, je nachdem, wann das Video online kommt, einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, ein wunderschönes Wochenende. Und ich würde vorschlagen, wir verlieren auch gar keine Zeit und wir legen auch gleich los. Vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich freue mich natürlich über jede einzelne Message und über jeden einzelnen Kommentar von euch. Worüber ich mich aber auch freue, ist, wenn dieses Gesicht endlich vernünftig aussieht. Und deswegen starten wir auch gleich mit einer BB-Cream. Ihr kennt mich mittlerweile. Wenn ich das Wort BB-Cream in den Mund nehme, dann, naja, bin ich schon ziemlich verunsichert. Denn, also ich glaube, ich habe in meinem Leben vielleicht zwei wirkliche BB-Creams getragen, die für meine Ansprüche genügen. Ich weiß aber, dass dieser Trend zu diesem Natürlichen immer mehr kommt und auch dieses Vegan und Inhaltsstoffe aus natürlichem Ursprung, dass wir darauf Wert legen. Und das ist ein super Schritt. Und ich glaube, dass so diese LEs auch immer sehr gut sind, um sowas zu testen. Vor allen Dingen, wie es ankommt bei den Leuten, damit es dann vielleicht im nächsten oder übernächsten Jahr einmal in der Theke landen kann. Deswegen starten wir mit einer BB-Cream. Die soll der Haut ein wunderschönes, natürliches Strahlen schenken. Eine hochwertige Formulierung mit Shea-Butter wirkt feuchtigkeitsspendend, während die Leichte der Kraft für einen ebenmäßigen Teint sorgt. Die Haut ist dank eines mineralischen UV-Filters und eines Breitband-Antioxidants vor oxidativen Stress geantwortet. Shenya, hit me up. Was heißt das? Ich habe keine Ahnung. Ich bin kein Skincare-YouTuber, aber schaut gerne bei Shenya vorbei. Die kann euch sowas mit Sicherheit erklären. Wir probieren das Ganze aus. Ich habe schon mal geswatcht. Es gab auch nur die eine Farbe. Aber preislich sind die LEs ja immer sehr, sehr gut. Farbe sieht gar nicht schlecht aus. Ich gebe mir jetzt erstmal ein bisschen was hier hin und wir starten mit einer halben Seite. Verteilen wir das jetzt erstmal hier. Die ist nicht parfümiert. Das hätte mich jetzt auch gewundert. Ich weiß nicht, wie man BB-Creams einarbeitet. Mit der Hand? Mit einem Schwamm? Wie macht ihr das? Fühlt sich sehr cremig an, wie so eine reichhaltige Creme. Erinnert mich so ein bisschen an meinen Lieblingsprimer von Reval de Loup Young, dem So Cozy Primer. Ich nehme jetzt mal einen Beauty Blender und arbeite mir das hier mit ein. Und wir schauen mal, ob wir irgendwie die Deckkraft so ein bisschen erhöht kriegen oder das ebenmäßig hinkriegen. Also farblich ist sie ein bisschen hell. Sie ist auch vom Unterton so ganz leicht pinky. Also jetzt nicht so gelblich, aber sie sieht erstmal okay aus. Da brauche ich eure Hilfe jetzt, Freunde, weil ich habe vielleicht zwei BB-Creams auf meinem Kanal reviewed und alle waren schlecht, weil ich einfach auch damals nicht dieses Natural-Make-up mochte. Aber ich glaube, für so Tage, wo es ein bisschen schneller gehen soll, wo man wirklich nur so einen ganz leichten Hauch an Deckkraft haben möchte, könnte das gut sein. Und ihr seht, also ne, man kann es aufbauen und sie ist auch nicht streifig. Also ich würde eine BB-Cream auch nicht mit dem Pinsel auftragen, weil ich glaube, dann wird das einfach so super streifig. Was ich sehr, sehr gerne mache, ist, um eine Full-Coverage-Foundation so ein bisschen runterzukriegen, ich mische mir da eine BB-Cream rein. Ich benutze meistens die von L'Oreal beispielsweise, um dann einfach diese Pflege noch mit reinzugeben. Aber ihr seht, ne, die Deckkraft ist soft. Ist wirklich soft, aber First Impression ist okay. Ich kann jetzt hier nicht sagen, das ist meine liebste Foundation, weil guess what, es ist keine Foundation. Und guess what, dieses Gesicht trägt eigentlich fast nur Full Coverage Foundations. Also, kleines Fazit, es sieht ganz nett aus. Was ich gerne mache bei so BB-Creams ist, ich gehe dann einfach mit einer Full Coverage Foundation drüber und nutze BB-Creams eher als Primer. Ich freue mich auf die Kommentare dazu. Aber ja, also ist nett, aber es ist halt leider nichts für mich. Aber ich glaube, wenn jemand wirklich nur so einen Hauch, einen ganz leichten Hauch an Farbe haben möchte und so ein bisschen Pflege mit drin haben möchte, könnte das ganz gut sein. Es sieht auf jeden Fall nicht schlecht auf der Haut aus. Ich gehe jetzt mal mit ein bisschen Concealer runter, einfach um die Deckkraft so ein bisschen zu dahin zu geben, wo ich sie brauche. Ich finde, das Problem bei diesen leichten Deckkraftdingern ist, dass wenn ich dann mit dem Full Coverage Concealer rübergehe, sieht das immer so ein bisschen verrückt aus. Aber please stand by me, Freunde.
Wir kriegen das hin. Wir können das Ganze setten und da gibt es auch ein neues Produkt. Und zwar ist das das Setting Powder, auch mit 90% natürlichen Inhaltsstoffen. Aber was ich ganz spannend finde, ist, es ist naturbelassenes Reispulver mit drin und Tapioca-Stärke. Tapioca, ich war neulich mit Kisu, war ich beim Bubble Tea trinken und da sind doch auch Tapioca-Perlen drin, oder? Hallo Patentamt, ja, Maxim Giacomo Cosmetics hier. Bitte tragen Sie mir einmal Bubble Tea Powder ein. Okay, das Ganze kommt hier in so einer Plastikdose. Da sind 4 Gramm drin. Und das ist so dieses klassische lose Puder. Auch das riecht nach nichts. Ich gebe mir das erstmal hier hinten rein. Oh, sehr, sehr weich und sehr, sehr hell. Bin gespannt, ob wir damit setten können. Deswegen bin ich jetzt erstmal vorsichtig und nehme mir so einen Puderpinsel. Gehe hier rein und lade den... Wow, she's white. Lad mir den Pinsel auf und gehe dann nur ganz leicht hier so rüber, weil ich Angst habe, dass es irgendwie das zu doll auffällt, ja. Also ich glaube, wenn ihr sehr, sehr hell seid, dann könnte das sein, das seht ihr, das ist sehr, sehr weiß. Ja, nee. Nein, das mag ich nicht. Weil, also so zum ganz, ganz leichten Setten ist es okay. Aber ich glaube, dass ich schon fast zu dunkel bin dafür, weil es einfach sehr, 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 sehr hell auf der Haut ist. Und das ist nicht so mein Vibe. Vielleicht habt ihr die Sachen ja auch schon ausprobiert. Dann könnt ihr mir da gerne mal ein Feedback zu geben. Aber das ist jetzt nicht das, wo ich sage, oh wow. Wo ich aber, glaube ich, sagen werde, oh wow, ist das hier. Das sieht nämlich richtig cool aus. Und das ist die Highlighter- und Bronzer-Palette. Wir haben hier 2 Bronzer, einen schimmernden und einen matten, einen Blush und einen Highlighter, der so ein bisschen güldengold ist. Und ich gehe jetzt hier einfach mal in den matten Ton rein. Ich liebe den Geruch. Das ist so dieses Natural Ingredients. Und okay, ich stempel mir den Bronzer jetzt einfach mal hier hin auf die halbe Seite und wir schauen wieder, wie das Ganze aussieht. Er ist recht warm, aber nicht so warm wie der von BH Cosmetics neulich, weil das war ja wirklich ein Drama. Na, ihr seht, ich drehe mir das Licht weg. Er gibt auf jeden Fall einen schönen Touch an Farbe und ich mag die Farbe eigentlich ganz gerne. Passt ganz gut jetzt hier zu meinem Hals. Wir probieren aber nochmal diesen schimmernden. Ja, der ist nur ganz, ganz leicht schimmernd. Den finde ich fast sogar noch schöner, weil der das Licht so ein bisschen anders reflektiert und dadurch die Haut etwas weicher aussieht. Und ihr könnt damit einfach so ein bisschen, ja, Frische ins Gesicht schummeln. Aber, oh doch, 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 das gefällt mir sehr gut. Das ist immer verrückt, ne? Sobald ich nur ein weiteres Produkt aufgebe, was vernünftig auf meiner Haut funktioniert und gut aussieht, sieht das ganze Make-up gar nicht so schlecht mehr aus. Jetzt nochmal mit dem Rest hier so ein bisschen lang, dass das alles ebenmäßiger ist. Und jetzt gefällt mir das Ganze sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also das ist auch okay, wenn die Foundation so ein bisschen zarter ist. Das Puder, wie gesagt, das funktioniert für mich nicht, weil es einfach zu hell ist und mir nicht das gibt, was ich von einem losen Puder brauche. Jetzt aber die BB-Cream, völlig okay. Völlig in Ordnung. Deswegen verurteilt ein Produkt nicht immer gleich. Ich rede mit mir selber. Verurteile das Produkt nicht immer gleich, bevor du es nicht komplett fertig hast. Weil der Weg bis zum fertigen Make-up ist ein weiter Weg. Und da kann manchmal ganz, ganz viel Spannendes passieren. Was auch spannend sein könnte, ist der Blush hier. Der hat auch so ein bisschen Schimmer mit drin. Sieht recht hell aus. Ich gehe jetzt, vielleicht ist es auch nur ein Highlighter, ne? Das ist nur ein Highlighter. Aber damit gehe ich einfach hier so ein bisschen rüber. Und ihr seht, ne? Der gibt einen schönen Glow mit. Aber auch so einen ganz, ganz leichten Touch an Farbe. Ich nehme mal einen Highlighter-Brush. Ja, jetzt sieht das besser. Also das ist ein sehr schöner Highlighter, sehr natürlich, ohne dieses grobe Glitzer. Ähnlich wie die Highlighter, die wir im Moment eigentlich ganz gerne mögen. Ne? Nicht so grob, sondern so ein Glow von innen. Aber während wir hier gerade hier sind, eine Sache muss ich euch zeigen, weil das passt jetzt so gut zu diesem Look. Und zwar sind das die Blushes von MAC und Mrs. Bella. Ich war erst super, super skeptisch, weil ich gedacht habe, sie haben vergessen, diese Dinger zu backen. Also das ist wie ein gebackener Blush, aber der ist weich. Also das ist wie flüssig, aber auf der Haut, Freunde, ist der nass. Und wenn ich den hier so mit rüber gebe, schaut mal, seht ihr das? Dann kriegt ihr diesen feuchten Look wieder auf die Haut, ohne dass es pudrig aussieht. Also ihr könnt ihn auf eine ungesättete Base geben, ihr könnt ihn auf eine gesättete Base geben und er funktioniert eigentlich immer. Es gibt den in 3 verschiedenen Farben. Ich gehe jetzt hier nochmal mit dem Pinken mit rein, weil den mag ich fast am liebsten. Das ist wirklich ganz verrückt. Also ich war super enttäuscht, als ich die gesehen habe, dachte so, was ist das? Aber aufgetragen, schaut euch das an. Jetzt auch mit der in der Kombination mit der BB-Cream und dem Bronzer sieht das Ganze sehr, sehr frisch aus. Und der hält wirklich gut. Also ich dachte so ein bisschen, der
bleibt nicht lange im Gesicht, aber das sieht aus wie eine ungesettete Base. Ich mache mir einmal kurz die Augenbrauen drauf und dann kommen wir zu der Lidschattenpalette. Das ging ganz schnell. Ich habe einfach nur so ein bisschen die Lücken aufgefüllt, denn wir haben heute ein natürliches Make-up. Und ihr seid ein bisschen näher dran. Jetzt könnt ihr euch die Base auch nochmal anschauen. Also das Puder, wie gesagt, ich mag es nicht. Der Concealer creased tatsächlich auch unter den Augen. Aber hier so der Bereich, ne? Bronzer, Blush und Highlighter mit der BB-Cream. Wundervoll. Okay, hier habe ich... Nein, ich gehe nicht voreingenommen rein. Wir haben eine Lidschattenpalette und die sieht sehr, 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 sehr soft pigmentiert aus. Ich swatch mal ganz kurz. Ja, also, das sind halt so die dunkelsten Farben. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich damit machen soll. Hier, ne? Das sind keine Farben, die auf meiner Haut funktionieren werden. Außer die dunkle. Aber die Schimmerfarben gefallen mir ganz gut. Und deswegen, um auch einen vernünftigen Look hinzukriegen, benutze ich diesen Bronzer. Weil der ist sehr, sehr schön. Und ich mag es, wenn der Bronzer auf den Augen derselbe ist wie im Gesicht. Und dafür gehe ich einfach mit einem großen, fluffigen... es ist auch sehr, sehr weich, der Bronzer hier. Hier rein. Und definiere damit so ein bisschen meinen Lidfalter. Und ihr seht sofort, ne, das ist pigmentiert, das ist... schön, natürlich und funktioniert eigentlich jeden Tag. Nur so ein ganz, ganz leichter Touch an Bronzer. Und dann nehmen wir die Lidschattenpalette und gehen direkt mit unserem Finger hier in diesen rosanen Schimmerton. Denn der sieht auch super, super schön aus. Und ich liebe diese, Hater würden sagen, langweilige Looks. Ich sage Natural Queen Looks, weil ich finde, das gibt eurem eigenen schönen Auge nochmal so ein bisschen mehr Liebe. Und das sieht so frisch aus. Und da werde ich ganz sentimental, weil diese Zweierlooks, Freunde, I swear, sobald ich kann und sobald ich euch alles andere erzählt habe, bringe ich zweier Lidschattenpaletten raus. Literally. Also, das, was hier liegt, I can't anymore. Wir haben noch was anderes. Und zwar ein Lippenbalsam. Sieht ganz süß aus. Ist auch hier in einer Papierverpackung. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ist nicht so schleimig auf den Lippen. Das mag ich sehr gerne. Schmilzt schön. Kein Geschmack, kein Duft. Sehr natürlich. Und wir haben noch eine Mascara und die könnte wirklich gut sein. Das ist nämlich eine vegane Mascara und das Bürstchen sieht ganz spannend aus, denn das ist so gebogen. Und damit gehen wir jetzt einfach mal hier lang und jetzt seht ihr auch endlich mal bei einem Lidschattenlook die Performance einer Mascara und ich habe geschmiert. Okay, ihr Süßen, ich habe mir tatsächlich einen Eyeliner gezogen, weil ich mit der Mascara so ein bisschen geschmiert hatte. Was sagen wir? Was sagt ihr? Also ich fasse mal zusammen. Puder... funktioniert für mich nicht. BB-Cream ist nicht schlecht. Also ihr seht, ich habe trotzdem halbwegs akzeptables Alltags-Make-up. Und da muss ich sagen, das hätte ich nicht gedacht. Ich glaube, da spielt natürlich viel der Concealer mit und so ein bisschen, wie man das Ganze dann auch verblendet, weil manchmal reicht das. Ich fühle mich jetzt gut. Ich würde jetzt so, weiß ich nicht, in die Schule gehen, in die Uni, zur Arbeit, je nachdem wohin. Auch die Face-Palette ist sehr, sehr gut. Die Lidschattenpalette, das ist absolut nicht meins. Und ich habe auch so ein Problem mit diesen extrem hellen Tönen, weil die Möglichkeit der Benutzung dieser Farben ist sehr begrenzt für Menschen auf dieser Welt. Aber mit den Schimmertönen, man kann schon ein bisschen was machen, ne? Das ist halt eine natürliche Palette und ich glaube, dass man damit vielleicht gut so kleine Highlights setzen kann. Aber ich würde sie mir jetzt nicht unbedingt einzeln kaufen, weil das eine schöne Lidschattenpalette ist. Lippenbalm ist nett, fühlt sich gut an. Die Mascara, muss ich sagen, die hat mir nicht so gut gefallen, weil mir der Schwung gefehlt hat. Das ist oft das Problem bei den veganen Mascaren, dass sie nicht diesen Bums mit drin da haben, durch das Bienenwachs, was halt fehlt. Ansonsten nicht schlecht. Ne? Also das ist jetzt nicht, wo ich sage, war alles doof. Aber es ist halt eine natürliche Mascara. Und ich finde, viel wichtiger ist der Schritt, dass der Weg auf natürliche Inhaltsstoffe, vegan, cruelty-free, alles, das darauf Wert gelegt wird. Und wenn dann mal ein Produkt dabei ist, was mir persönlich nicht gut gefällt, ich glaube, wenn viele von euch, ich weiß es, ihr seid super, super, super hell und habt Probleme, Puder zu finden, try it. 2 Euro, probiert es aus, vielleicht funktioniert es bei euch, weil es so eine helle Deckkraft mit hat. Ansonsten könnt ihr mir gerne mal eure Meinung zu den Produkten in die Kommentare schreiben. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart und schaut unbedingt bei mir auf der Webseite vorbei, denn eventuell ist dort ein kleines neues Produkt aufgetaucht, was ihr euch gewünscht habt aus meinem letzten Video. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart und wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf!